da sehe ich im Augenblick eine große Neigung, eine große Tendenz bei uns in Deutschland insbesondere. Da sind wir bekannt dafür, dass wir das gerne geordnet haben möchten und dass wir gerne erst gehen möchten, wenn wir sicher sind, dass alle anderen auch mitgehen. Dass wir da dazu kommen, dass wir den Weg sehr, sehr gefängnisartig fast mit Verboten und mit Direktiven pflastern. Da braucht es sicherlich ein bisschen Widerstand. Wir haben ja Ideale. Es ist nicht so leicht zu fragen, was ist ein Ideal für uns jetzt mal, wenn wir es auf unser Land beziehen oder auf Europa beziehen. Aber ich glaube, es ist nach wie vor das Ideal recht strahlend, wenn wir es richtig verstehen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Aber wenn wir es richtig verstehen, ich sehe da Kopfschütteln, man muss sehen sozusagen, dass man dahinter schaut, was eigentlich für Kräfte dahinter wirken sollen, in diesen Fragen. Ich habe einmal einen Besucher in der Zentrale bei uns gehabt, im Büro, da in der Verwaltung, und der saß da, und wenn da jemand sitzt und ich kenne ihn nicht, dann gehe ich dann manchmal hin und frage ihn, was machen Sie hier und wie kommen Sie hierher, und dann sagt er, ja, ich bin hier Berater und ich habe hier 3 Tage was zu analysieren, aber ich muss Ihnen eins sagen, bei Ihnen ist alles anders. Das können Sie einfach so sagen, jetzt sagen Sie mir, was anders ist. Das war natürlich eine schwierige Frage für ihn. Und dann saß er da eine Zeit lang und sagte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und ich dachte, okay, damit kann ich mich eigentlich nicht erklären. Also wir brauchen ja Begriffe für irgendetwas, was wir innerlich spüren und wo wir dann ausdrücken wollen, was ist hier los. Lassen Sie mich noch eingehen auf etwas, was ich glaube, wenn wir an Menschheitsentwicklung denken, was wichtige Grundgesetze sind. Diese Grundgesetze, die können wir nicht aufheben, glaube ich. Das sind Gesetze, die sind verbunden mit der Welt und ich denke viel aus dem Christlichen heraus, wenn Christus sagt, ich bin nicht gekommen, die Gesetze aufzulösen, sondern sie zu erfüllen, dann hat es sicherlich etwas damit zu tun, dass diese Gesetze nach wie vor ist vielleicht auf diese wenigen Ausnahmen, ihre Gültigkeit haben. Und wenn man gerade sein Leben, die letzten Tage auf dieser Erde betrachtet, dann kann man auch sehen, dass er versucht hat, für diese Gesetze deutliche Beispiele zu geben. Diese Gesetze gelten eigentlich in 3 Bereichen, aber ich nenne das im Bereich des Wortes, im Bereich der Zeit und im Bereich des Raumes. Und also eines dieser Gesetze ist für mich die, Und es stehen immer Polaritäten dahinter, in denen wir uns zu bewegen haben. Eines dieser Gesetze ist für mich die Transsubstantiation. Das heißt, wir haben eine ständige Durchdringung von Geist und Materie. Und das ist auch die Polarität, zwischen der wir uns bewegen. Und Leben heißt eigentlich immer eine Mischung von beiden. Weil wenn sozusagen die Materie nicht mehr dabei ist, dann leben wir zumindest nicht das, was wir als Leben bezeichnen und was wir als Leben beschreiben hier auf dieser Welt. Und wenn alles ganz Materie ist, dann ist es tot. Dann ist auch kein Leben mehr. Und das Beispiel ist eigentlich dann, was Christus gegeben hat, dieser Verklärungsleib, der sozusagen in einem Augenblick ganz vom Geist in ganz in Materie gehen konnte. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, dass wir so beweglich werden, dass wir in dieser Polarität uns vom einen zum anderen bewegen können. Also ich sage, auf der einen Seite durch die Wand gehen erfordert ja, dass Sie Ihre Materie vorher abgeben und nachher wieder aufnehmen. Und Essen bedeutet halt, dass Sie sie haben. Und das sind ja alles Beispiele, die er gebracht hat, wo er gesagt hat, guckt her, es geht sowohl das eine wie das andere. Es ist ja kein Zufall, sage ich immer, dass diese Beispiele gegeben worden sind, um zu zeigen, welche unterschiedlichen Qualitäten dieser Leib kurz hintereinander annehmen kann oder die Ortsveränderung. Das zweite Gesetz ist die Verbundenheit von allem mit allem im Raum. Die Quantenphysiker, das habe ich gestern Abend schon gesagt, die wissen das heute, die können messen, dass das kleinste, nicht mehr überhaupt wahrnehmbare Teil oder teilbare Teil, jedenfalls heute nicht mehr teilbare Teil, noch 1 Kilometer langen Schwanz hat. So, das muss man sich vorstellen, sozusagen, wie weit noch meine Ausstrahlung reicht. Wir machen im Unternehmen viel, wir haben ein Forschungsinstitut auch, wo wir uns viel mit der Qualität von Lebensmitteln beschäftigen und mit der Ausstrahlung von Lebensmitteln. Das heißt, wir messen
die Biophotone, die vertonen mit einer sehr, sehr hohen Empfindlichkeit und sehen, dass jedes Lebensmittel, überhaupt jedes Ding eine Ausstrahlung hat. Und wenn man diese Ausstrahlung anschauen kann und betrachten kann und ein bisschen sieht, was sie für Farben hat, diese Ausstrahlung, also Lumineszenzanalyse nennen wir das dann, dann kann man doch sehr gut etwas über diese über Wesensqualitäten dieses Lebensmittels sagen, was wir da. Also, wir sind alle mit allem verbunden. Und das ist die Polarität, die dahinter steckt, ist die, die ich schon aufgezeigt habe, ich und die Gemeinschaft oder Teil und Ganzes. Und auch dazu müssen wir hin und her gehen, das hat der Schiller dem Goethe so schön geschrieben, was das bedeutet, dieses Hin und Hergehen zwischen beiden, immer strebe zum Ganzen, und kannst du selbst kein Ganzes werden, dienen schließe dein Ganzes dich an. Also es sind beide Bewegungen drin, auf der einen Seite das Streben, dass ich Ganzheit bin und zur Ganzheit mich entwickle, auf der anderen Seite, dass ich immer in der Lage bin, mich ganz anzuschließen einem größeren Ganzen und dem Ganzen zu dienen. Und das dritte Gesetz ist, Wachstum ist, stirb und werde. Da können wir vielleicht nochmal drauf schauen im Rahmen der Frage nach der Krise. Wachstum ist immer Stirb und Werden. Wachstum ist immer Opferung, Wandlung, Erlösung. Die Frage ist nur, wie ich das denke. Ob ich das von der Erlösung her denke oder von der Opferung her denke. Wir haben die Neigung, das immer von der Opferung her zu denken. Und dann ist es ausgesprochen unangenehm. Ich sage immer, wenn ich zum Zahnarzt gehe davor und denke nur an die Schmerzen, dann gehe ich lieber nicht hin. Wenn ich das Ganze betrachte von der anderen Seite, sage ich, ich bin dann schmerzfrei, dann gehe ich hin. Das heißt, wir müssen sehen, dass im Leben eigentlich nichts passiert, dass ich nichts entwickeln kann, ohne diesen Sterbeprozess, ohne diese Opferung. Es gibt keine Wandlung ohne Opferung. Und immer wenn wir im Leben irgendetwas machen, müssen wir auf etwas anderes verzichten. Immer wenn wir uns entscheiden, dann scheiden wir uns von etwas. Also dieses Stirb und Werde ist in jedem Augenblick bei uns drin. Und ist im Kleinen wie im ganz Großen. Und das werden wir nicht auflösen, dieses Gesetz. Und die Spannung zwischen beiden ist wirklich die Frage, betrachten wir die Welt nur kausal oder betrachten wir sie final? Oder betrachten wir sie teleologisch, wie Aristoteles gesagt hat. Also die Fähigkeit sozusagen, sie wohl final wie kausal zu betrachten. Und im Augenblick haben wir die Neigung, zumindest in unserer Wissenschaft, nur das Kausale gelten zu lassen. Wenn man so dann als Mensch diese Mitte hinkriegt und sozusagen diese Beweglichkeit zwischen diesen drei Polaritäten, dann kann man das sagen, dass man in seinen so Vertrauenszustand kommt, wenn man ihn positiv beschreibt, würde ich sagen, hier, jetzt, sein. Wenn man es von der anderen Seite beschreibt, könnte man sagen, ohne Angst, ohne Ärger, ohne Lüge. So, und mal sozusagen von der anderen Seite her zu betrachten. Ich habe gesagt, ich möchte ein bisschen, zu Tegut erzähle ich jetzt nicht viel, das ist auch, glaube ich, viel zu banal. Ist auch ja nur eine Ausprägung, sozusagen eine Erscheinung in dem Sinne. Aber was leitet uns dabei, wenn wir Tegut gestalten.